Nach Kündigung. Jeder Vierte rutscht in Hartz IV. Befristete Arbeitsverträge führen zu sozialem Abstieg. Berlin. Seit den arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen der einstigen rot-grünen Bundesregierung hat die soziale Sicherung dramatisch abgenommen. Während man früher nach einer Kündigung in der Regel 12 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld hatte und in dieser Zeit finanziell halbwegs abgesichert war, stürzen jetzt immer mehr Menschen beim Verlust des Arbeitsplatzes sofort in die Hartz-IV-Armut ab. Grund? Arbeitsverträge werden meist nur noch befristet für einige Monate abgeschlossen. Aufgrund dessen erlangen die Betroffenen nicht mehr die notwendige Beschäftigungsdauer, um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erreichen. Ein weiterer Grund? Oftmals sind die gezahlten Löhne so gering, dass ein eventueller Anspruch auf Arbeitslosengeld sogar geringer wäre als die Hartz-IV-Grundsicherung. Immer mehr Menschen gelangen somit in den Teufelskreis, wo sie abwechselnd ein paar Monate arbeiten, dann direkt in Hartz-IV rutschen, wieder kurz Arbeit finden und schließlich wieder Hartz-IV beantragen müssen. Laut Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, ist die Zahl der Betroffenen in den letzten Jahren dramatisch angestiegen. Mittlerweile rutscht bereits jeder Vierte beim Verlust seines Arbeitsplatzes direkt in die Hartz-IV-Grundsicherung ab. Zwischen 2008 und 2011 lag der Zuwachs derer, die ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld sofort nach der Kündigung Hartz-IV beantragen mussten, bei 18,7%. 2008 betraf das noch 621.000 Menschen. 2011 hatten schon gut 736.800 nicht genug Arbeitstage zusammenbekommen und waren somit gleich in die Grundsicherung gefallen. Jeder Vierte neue Arbeitslose wurde demnach 2011 sofort Hartz-IV-Empfänger. 4 Jahre zuvor war es nur jeder Fünfte, wie aus dem DGB-Papier hervorgeht. Die soziale Sicherungsfunktion der Arbeitslosenversicherung nimmt stetig ab, bestätigte der DGB-Experte Wilhelm Adami gegenüber der Tageszeitung Die Welt.